Ja? Ja, hallo, herzlich willkommen zu Plenty Shop PWA und zur nächsten Generation unseres Cloud Shop Systems nach ersten Anlaufschwierigkeiten aus dem Remote Office. Hier haben wir es jetzt geschafft und alles läuft, das ist ja wunderbar. Ja, worüber unterhalten wir uns heute? Wir unterhalten uns über Headless Commerce. Plenty Shop PWA wird die nächste Generation unseres Cloud Systems und löst unser bisheriges Standardsystem Plenty Shop in Zukunft ab. Das ist ganz wichtig, dass wir das an dieser Stelle erwähnen. Was wir heute vorstellen, ist ein Konzept. Wir bieten hier ein Early Preview auf das kommende Produkt. Das ist noch nicht fertig. Wir haben die technischen Grundlagen dafür bereits gelegt, möchten euch die Plenty Community aber sehr früh mit ins Boot holen, möchten euch das Konzept vorstellen und möchten natürlich auch euer Feedback dazu haben. Ja, das als kleines Vorwort vorweg. Und jetzt werfen wir einen Blick darauf, was wir hier eigentlich tun mit unserer neuen Generation von Plenty Shop, der PWA. Wir bewegen uns in den Bereich Headless Commerce. Headless Commerce bedeutet, das Shop-Frontend wird von der Shop-Logik getrennt. Für uns bedeutet das in unserem speziellen Fall, dass Plenty Shop vom Plenty Markets Backend entkoppelt wird. Da führen wir, das noch so als kleiner Hinweis für die technisch Interessierten unter euch, einen sehr umfangreichen Umbau durch. Wir werden nämlich unsere Backend-Logik schrittweise in eine Microservice-Architektur überführen. Das bedeutet, man hackt das große Programm in viele kleine Bestandteile auf. Man gewinnt dadurch dann einfachere Pflegemöglichkeiten und eine deutlich bessere Performance. Und vor allen Dingen, wir lösen uns komplett vom Plenty Markets Backend. Das heißt, wir sind nicht mehr ein Plugin, das als Bestandteil von Plenty Markets agiert, sondern wir sind ein eigenständiges Shop-System, das mit eigener Performance vor sich hin arbeiten kann. Ja, das ist eine laufende Entwicklung. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten, wie weit wir da voranschreiten. Ja, warum gehen wir den Weg zu einer PWA und was ist überhaupt eine PWA? Die Abkürzung PWA steht für Progressive Web App und ist ein Mittelding zwischen einer richtigen App, die man auf einem Handy installieren kann, E-Commerce ist ja mobile heutzutage, und einer Webseite, dem klassischen Online-Shop, den wir aktuell haben. Der klassische Online-Shop besteht aus vielen verschiedenen Seiten, ist also eine sogenannte Multi-Page-Application. Und eine PWA ist eine Application aus einer einzigen Seite, die dann wie eine App direkt im Browser geladen werden kann. Der Hintergrund, warum man das tun sollte, ist ganz einfach der, dass das Feeling, dass man sich in einer App gewöhnt ist. Wenn ich eine App öffne und bewege mich in der App hin und her, dann bewege ich mich auf meinem Handy verzögerungsfrei. Ich habe nicht wie bei einer Webseite das Gefühl, ich muss jetzt auf irgendwas warten. Irgendwas stresst mich jetzt hier, weil hier geht es nicht voran, sondern ich drücke etwas und zack, erfolgt sofort eine Reaktion auf dem Bildschirm. Und das ist genau das Versprechen, das eine PWA, eine Progressive Web App, mit sich bringt. Die hat noch viele andere Vorteile, da kommen wir gleich noch drauf, aber das ist die große Verbesserung in der User Experience, wenn ich statt eines klassischen Online-Shops einen Online-Shop als PWA auf meinem Desktop oder auf meinem Handy benutze. Warum ist das so wichtig? Dazu zitiere ich hier den bekannten Usability-Guru Jakob Nielsen, der schon in den Ende der 90er Jahre, also in den frühen Zeiten des Netzes, gesagt hat, die ultimative Ressource ist die Zeit des Users. Die hat Einfluss auf jeglichen Erfolg einer Webanwendung. Wenn ich mit der Zeit des Nutzers sorgfältig umgehe, dann ist der Erfolg meiner Applikation sozusagen garantiert. Das ist so das Dogma, das Nielsen damals geprägt hat. Das heißt, ich muss respektieren, dass der Nutzer keine Zeit hat, dass er nicht warten möchte, dass er keine Verzögerungen haben möchte. Und dieses Dogma führt uns zum Konzept einer PWA. Wie bereits erklärt, die Webseite verhält sich dann wie eine Web-App, wie eine normale App,
Sie reagiert sofort auf Benutzereingaben. Ich habe keine spürbare Verzögerung mehr. Aber ich habe nicht die Unannehmlichkeiten, die ich normalerweise bei einer App habe. Sprich, ich muss nichts installieren. Ich muss in keinen App Store hineingehen, sondern ich kann es benutzen wie eine normale Webseite. Ja. Diese fehlenden Verzögerungen führen dazu, dass der Nutzer sich unterbrechungsfrei in der App bewegen kann und so keinerlei Stress mehr ausgesetzt ist, der dazu führen kann, dass die Konversionsrate sinkt. Wenn ich mich völlig unterbrechungsfrei bewegen kann, stresst mich nichts mehr, mich nervt nichts mehr, ich kann klicken und erhalte instant eine Reaktion. Das Witzige an der Geschichte ist natürlich, wenn ich mich jetzt innerhalb einer Straßenbahn, sagen wir mal, oder innerhalb eines Autos auf dem Beifahrersitz bewege und ich fahre durch einen Tunnel zum Beispiel, um jetzt mal einen sehr einfachen Anwendungsfall zu verwenden, dann verliere ich die Verbindung zum Netz. Das führt zu Frustration, weil in diesem Fall wird der Ladevorgang unterbrochen und ich erhalte ein Blank, einen leeren Screen, krieg nichts mehr zu sehen. Vielleicht war ich sogar gerade mitten im Checkout und mein Checkout wird abgebrochen. Ich muss wieder zurückgehen, muss den Checkout wieder erneut durchlaufen. Das ist eine ganz schön große Menge Stress, die letztendlich dazu führt, dass die Abbruchrate steigt und der Nutzer meinen Online-Shop verlässt. Bei einer PWA und bei PlentyShop PWA werden wir diese Problematik abfangen können. Der Nutzer kann sich offline in einer gewissen Grenze innerhalb der App bewegen, kann wieder auf letzte Seiten zurückspringen und wird nicht aus seinem Surfen herausgerissen, wird nicht aus seinem Shoppen herausgerissen und wird nicht unterbrochen. Das ist eine riesengroße Veränderung. Das ist eine riesengroße Verbesserung für jeden Endanwender. Und es ist eine riesengroße Verbesserung für unsere Händler, die so nicht auf Umsatz verzichten müssen, der aus einer Abbruchrate resultieren würde. Wenn der Kunde weg ist, ist auch der Umsatz weg. Ja, wir haben aber nicht nur die Vorteile, dass wir mit einer PWA auch offline in einem Online-Shop uns bis zu einer gewissen Grenze bewegen können. Wir haben nicht nur den Vorteil, dass wir schneller und verzögerungsfrei unterwegs sind, sondern wir haben auch noch einige Sachen, die die Augen von unseren Marketingverantwortlichen bei den Online-Händlern sicherlich zum Glänzen bringen werden. Wir haben nämlich eine deutlich erhöhte Kundenbindung, indem wir zum Beispiel ein Icon auf dem Homescreen, wie bei einer richtigen App, platzieren können. Startet der Nutzer dann den Online-Shop über dieses Icon, dann geschieht das mit einer Fullscreen-Nutzung ohne sichtbare Browser-Elemente und das kann ich Betriebssystem unabhängig auf jedem Gerät anwenden. Im nächsten Schritt, wenn wir über noch mehr Funktionalitäten sprechen, die eine PWA unterstützen kann, nämlich Funktionalitäten des Endgerätes selber anzusprechen, zum Beispiel Kamera einschalten bei einem Nutzer, um einen Barcode abzuscannen, um eine Augmented Reality Anwendung zu starten. Da ist es wiederum betriebssystemabhängig. Da können wir nicht bei iOS und bei Android dieselben Dinge tun. Aber man könnte natürlich trotzdem sagen, gut, dem Android-Nutzer, dem blende ich eben das ein, was bei Android mehr geht als bei iOS. Man könnte zum Beispiel auch darüber nachdenken, dass man Push-Notifikationen einbindet und Anwendern, die die PWA auf ihrem Desktop integriert haben, dann mit anstatt eines Newsletters mit Push-Nachrichten bedient. Das sind Möglichkeiten, die die PWA bietet und das sind Möglichkeiten, die natürlich einen neuen Horizont fürs Marketing eröffnen. Und das Tolle an der Sache ist, es ist responsive, es ist eine Anwendung, es ist ein Online-Shop, es sind nicht mehrere Anwendungen, wie man das normalerweise tun muss, wenn ich eine App anbieten möchte für Android, für iOS. Ich muss das dann in unterschiedliche Anwendungen packen, ich muss das in den Marktplätze reinstreuen, das muss alles gepflegt und gewartet werden. Mit all diesen Dingen muss ich mich nicht herumschlagen, wenn ich eine PWA anbiete. Ja, wie realisieren wir die PWA? Das ist die nächste große Überraschung. Wir greifen auf ein etabliertes E-Commerce-Framework zurück. Wir werden mit Vue Storefront zusammenarbeiten und werden das als Basis für die PlentyShop PWA benutzen. Vue Storefront ist am Markt bereits stark etabliert, wird von vielen großen E-Commerce-Frameworks und Systemen verwendet. Beispielsweise bei Shopify ist es verfügbar, bei Magento ist es verfügbar. Und
wächst sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark. Es gibt ein großes Ökosystem ringsherum und Vue Storefront bringt bereits eine PWA-Funktionalität mit. Der Vorteil für uns und der Vorteil für unsere Händler ist, dass sich unsere Entwicklungszeit verringert. Dadurch, dass auch das Framework konstant im Hintergrund weiterentwickelt wird, können wir auf diese Weiterentwicklungen zurückgreifen und diese auch implementieren und können uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren. Wir können das machen, was wir richtig gut können, nämlich den Online-Shop mit Plenty Markets verzahnen und dafür sorgen, dass hier besonders schön und nahtlos gearbeitet werden kann und können uns darauf konzentrieren, euch neue Features zur Verfügung stellen. Die Basis über das Vue Storefront Framework steht bereits zur Verfügung und unterstützt uns hier an dieser Stelle. Ja, wie geht es denn weiter bei Plenty Shop in unserer Roadmap? Den ersten Plan, den wir umsetzen möchten, ist, dass wir Plenty Shop PWA zur Verfügung stellen für alle Anwender. Das heißt, auch die Nutzer, die jetzt aktuell noch auf Ceres setzen, werden eine Möglichkeit haben, in die PWA hereinzuschnuppern. Wie wollen wir das machen? Wir wollen unsere Content-Marketing-Funktionalitäten, also der erste grobe Entwurf unseres Blogs, als erstes Plenty Shop PWA-Feature umsetzen, sodass jeder, der das möchte, dann den Blog mit Ceres verbinden kann über eine personalisierbare Route und kann dann die Blog-Funktionalitäten, die Content-Marketing-Funktionalitäten für seine bestehende Ceres-Installation nutzen. So hat jeder die Möglichkeit, sich von den Vorteilen der PWA schon vorab zu überzeugen, erste Schritte in diese Richtung zu gehen und spart so unterm Strich später unter Umständen auch erste Aufwände beim Wechsel von Ceres zur PWA. Ja, warum gehen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt, obwohl wir mit Plenty Shop PWA noch kein fertiges Produkt für euch haben, bereits in die Keynote und präsentieren euch das auf dem OHK? Nun, der erste Grund ist, wir haben die technischen Grundlagen bereits gelegt und möchten euch sehr früh einbinden und euer Feedback haben. Wir werden euch in Zukunft immer wieder geplante Features vorstellen für die PWA, möchten euch Mitsprache einräumen und ermöglichen, sodass ihr auch ganz klar uns Feedback geben könnt. Könnt sagen, okay, diese Features sind uns wichtig, die wollen wir mitnehmen. Da werden wir sehr früh mit der Kommunikation beginnen. Und ein Grund ist auch, dass ein erstes Release in einer greifbaren Nähe ist. Die Blog-Funktionalitäten, die Content-Marketing-Funktionalitäten, die ich gerade eben erwähnt habe, die wollen wir im ersten Quartal des nächsten Jahres bereits veröffentlichen. Das heißt, der erste frühe Start ist schon in greifbarer Nähe. Für Entwickler wird es vorab auch schon eine frühere Version geben, dass man sich schon ein bisschen vertraut machen kann mit der ganzen Thematik. Da komme ich aber gleich nochmal dazu. Ja, was passiert mit unserem Ceres Online-Shop? Keine Angst, mit dem passiert nichts, außer einer großen Sache, die wir hier bereits sehen. Wir werden unser Ceres umbenennen und werden zukünftig hier Plenty Shop LTS anbieten. Diese Umbenennung geht einher damit, dass wir unser LTS-Versprechen bis ins erste Quartal 2025 verlängern. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt könnt ihr auf jeden Fall auf Plenty Shop LTS setzen, Plenty Shop LTS nutzen und wir werden euch dann frühzeitig darüber informieren, wie es dann weitergeht. Aber bis zu diesem Zeitpunkt ist auf jeden Fall unsere LTS verfügbar. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet konkret, dass wir uns ab sofort auf die Entwicklung der Plenty Shop PWA, auf den neuen Standard für alle konzentrieren als neue Major-Version. Wir führen hiermit einen Feature-Freeze durch. Es wird zukünftig für die Plenty Shop LTS nur noch Patches geben und Quality-of-Life-Improvements. Das bedeutet, dass wir schauen, dass wir euch das Leben natürlich noch irgendwo an der einen oder anderen Stelle ein bisschen leichter machen können. Selbstverständlich wird es weiterhin Bugfixes geben in Form von Patches, aber es wird mit einer letzten großen Ausnahme, da komme ich gleich dazu, keine weiteren Veränderungen an der LTS geben. Das heißt, wer nach den letzten Steps, die wir jetzt noch durchführen werden,
die letzte Patch-Version installiert und in der PlentyShop LTS ist, muss an seinem Online-Shop nichts mehr verändern. Es wird keine Updates mehr geben, es wird keine Veränderungen mehr geben. Wer hier einsteigt, hat eine sichere Investition und ist bis Q1 2025 ohne notwendige Änderungen unterwegs und kann sich darauf verlassen, dass er mit unserem PlentyShop LTS arbeiten kann. Die letzten Schritte haben wir bereits eingeleitet. SSR haben wir die ganze Zeit noch in Beta zur Verfügung gehabt für euch. Wird jetzt abgeschlossen und in die Produktivphase übergehen. Der letzte Schritt nach der Umstellung auf SSR, das Server-Side Rendering, den Turbo für eure Kunden, der euren Shop schneller macht, wird dann der Shop Booster 3.0 sein. Da komme ich gleich noch dazu. Im Shop Booster 3.0, wer immer den Shop Booster 3.0 dann in Zukunft mit uns nutzen wird, der wird noch eine kleine Änderung an seinen Themes vornehmen müssen, falls er ein eigenes Theme im Einsatz hat oder eine hoch individualisierte Version des Plenty Shops. Es wird nämlich ein blockweises Caching geben, da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein und dazu muss man dem Online-Shop beibringen, okay, welchen Block soll ich denn jetzt eigentlich cachen und welchen nicht, das ist so der letzte kleine Schritt, kommen wir in den Details gleich nochmal dazu. Wer dieses Feature nutzen möchte, der muss seinen Shop nochmal anpacken und da nochmal eine kleine Anpassung vornehmen. Und ab diesem Punkt befindet er sich dann in der PlentyShop LTS und muss mit keinen weiteren Änderungen mehr rechnen. Dazu kommen wir jetzt. Ja, das blockweise Cachen ist eine der großen Neuigkeiten vom Shop Booster 3.0. Wie ich gerade erklärt habe, muss man dazu kleinere Anpassungen vornehmen. Deshalb werden wir dazu einen Hackathon für PlentyShop LTS anbieten. Das ist ein Support-Event für euch, für die Entwickler, für eure Agenturen, bei denen wir euch Schritt für Schritt dabei unterstützen. Wenn ihr den Shop Booster 3.0 und das blockweise Cachen benutzen möchtet, muss man dazu kleinere Anpassungen vornehmen. Deshalb werden wir dazu einen könnt ihr dann von uns Support erhalten und werdet unterstützt bei den Umstellungen. Und die Beta für diesen Shop Booster 3.0, die wird jetzt direkt nach dem OHK beginnen, sodass ihr da auch früh schon einen Blick drauf werfen könnt und dann im Rahmen vom Hackathon, das Startdatum kündigen wir noch im Forum an, dann auch Support von uns bei der Umstellung erhalten könnt. Ja, kommen wir zum Abschlussthema, dem Shop Booster 3.0. Der Shop Booster 3.0 ist der Turbo für deinen Online-Shop. Wir haben hier einen sogenannten Content Cache. Was ist ein Content Cache? Der Content Cache ermöglicht, dass alle Webseiten, die dynamisch generiert werden, einfaches Beispiel, der Kunde geht auf deinen Online-Shop, ruft eine Seite auf, dann wird der Inhalt ausgeliefert, das Layout ist ja schon fertig, aber dann werden dynamisch die ganzen Informationen aus den Datenbanken geholt, die Preise, die Artikelbilder, die Artikeltexte und dann wird die ganze Webseite zusammengebaut und all das geschieht auf dem Rechner deines Kunden im Browser. Was macht unser Content Cache? Der speichert diese fertig generierte Webseite zwischen und der nächste Kunde, der dann kommt, kriegt diese direkt ausgeliefert und spart dadurch jede Menge Zeit. Das heißt, dein Online-Shop wird schneller. So, jetzt haben wir nur ein klitzekleines Problem mit unseren bestehenden Shop-Boostern. Wenn da nämlich eine Änderung in deinem Shop passiert, nehmen wir mal zum Beispiel an, du änderst den Preis von deinem Produkt, dann muss unser Content-Cache hergehen und muss diese Webseite wegschmeißen. Dann kommt wieder ein Kunde, fordert diese Seite an, sie wird wieder komplett zusammengebaut, wieder abgespeichert und ab diesem Zeitpunkt kriegt dann jeder Kunde wieder die aktualisierte Fassung. Das ist ein bisschen doof, weil da nicht die ganze Zeit der komplette Online-Shop im Cache liegt, sondern der geht rein, kommt wieder raus, geht rein, kommt wieder raus. Hätten wir natürlich gerne anders gemacht. Und genau das tun wir jetzt mit dem blockweisen Cachen. Wir lassen die zwischengespeicherte Webseite einfach im Cache liegen und tauschen nur den Teil aus, der auch tatsächlich aktualisiert werden muss. Zum Beispiel den Preis. Und damit das klappt, muss ein Block definiert werden im Online-Shop. Für die alle Kunden, die kein Theme nutzen und für alle Kunden, die keinen hohen Individualisierungsgrad in ihrem Online-Shop haben, da tun wir das in unserem Standard. Alle anderen müssen einmal kurz in ihren Shop reingehen oder ihren Template-Entwickler anhauen und der macht dann irgendwo eine kleine Kennzeichnung am Anfang und am Ende des Blocks. Das war es dann auch schon. Und dann weiß der Cache, ah, alles klar, das hier ist ein Block, zum Beispiel der Preis. Dann kann er den Preis rauskicken im Content-Cache und kann einfach den Preis ersetzen und die Webseite bleibt weiterhin gespeichert. So,
Jetzt kommen wir noch zu einer weiteren schönen Neuerung, die ist das Soft Invalidation, die softe Invalidierung. Da passiert nämlich Folgendes: Wenn wir eine Webseite komplett aktualisieren müssen, die im Content Cache liegt, würden wir die normalerweise wegwerfen. Wie vorhin schon erklärt, der neue Kunde kommt, Webseite wird wieder aufgebaut, zack, wird sie wieder abgelegt. Auch beim blockweisen Cachen kann das mal passieren, dass wir eine komplette Webseite invalidieren müssen und wegwerfen müssen, in Anführungszeichen, und wieder neu aufbauen. Und da haben wir uns was Intelligentes ausgedacht, nämlich, dass wir in der Zwischenzeit diese Webseite drinnen lassen. Das heißt, jeder Kunde, der kommt, kriegt erstmal noch die alte Seite zu sehen, bis die neue Seite im Hintergrund ersetzt wurde im Cache. Und ab diesem Zeitpunkt ist dann die alte Seite verschwunden, die neue Seite liegt im Cache und jeder Kunde hat die ganze Zeit eine gecachte Seite gehabt. Vor ein paar Minuten noch haben eine Handvoll Kunden die veralteten Informationen gekriegt, aber sie haben sie immerhin schnell gekriegt, was Google sehr, sehr zufrieden stellt. Und in dem Moment, wo die neuen Informationen vorliegen, haben wir dann einen komplett neuen Cache-Inhalt, ohne dass irgendein Kunde auf die Webseite warten musste und vor sich hin kriechen musste. Das können wir Ihnen zukünftig ersparen. Ja, darauf müsst ihr nicht lange warten. Die Beta für den Shop Booster 3.0 beginnt, wie bereits angekündigt, in Kürze. Im Forum ist dann auch eine Anmeldung möglich. Wer an der Beta teilnehmen möchte, kann dann erstmal sich für den Shop Booster 3 anmelden und dann im Rahmen des Hackathons sich uns schön ausführen und einfach erklären lassen, wie man denn diese Blöcke in seinen Online-Shop aktivieren kann und dem Cache erklärt, hier, was ist denn hier ein Block bei mir, was kannst du austauschen. Das machen wir während des Hackathons, da kündigen wir das Datum nochmal an. Die Beta beginnt aber bereits jetzt, weil wir mit dem Shop Booster bereits in der frühen Beta live sind. Ja, das war's mit den Neuerungen zu Plenty Shop. Plenty Shop PWA, die Progressive Web App. Ceres verabschiedet sich mit einem fröhlichen letzten Winken und wir gehen über zur Plenty Shop LTS, dem komplett general überholten neuen Plenty Shop System und der Shop Booster 3 mit dem blockweisen Cachen und dem soften Invalidieren. Das nochmal zusammengefasst, das sind die Neuerungen für euch.